So, eins wurde hochgestuft. Feuererzeugung. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Ja. Kannst nicht einfach meinen Huhn angreifen. Hab bisschen Respekt. Scheiße. Bisschen Respekt. Aua. Ja, haut ihn aufs Maul. Haut ihn aufs Maul. Der Hirsch geht mir ein bisschen auf den Sack, bin ich ehrlich. 6% Wahrscheinlichkeit. Wow. Ich dachte hier, mein Dings baut, macht mir was Ordentliches. Komm, schlechte Laune. Ich soll ihm jetzt also ein Scheißbett bauen. Ich hab's ja verstanden. Infrastruktur. Was brauche ich dafür? Holz. Natürlich brauche ich dafür Holz. Ich muss ein Bett bauen, damit es keine schlechte Laune bekommt. Vielleicht sucht es mir da mal ein bisschen Holz währenddessen zusammen. Ach, jetzt rennt der fahrende Händler weg, ja? So. Vielleicht können wir Pfeil und Bogen machen. Bauen wir dem erstmal ein Bett, damit es nicht rumheult. Wieder B unterbauen. Ich muss erstmal in die Steuerung reinkommen. So, du darfst hier schlafen. Du darfst da nicht schlafen. Okay, gut. Schläfst halt hier in der Kälte. 20 Sekunden. Ich meine, ich bin ja wirklich tierlieb. Aber der Besucher ist wieder gegangen. Wenn ich sie wieder weggerannt ist, hat er mich beklaut? Leicht verletzt. Warum ist mein Polwart leicht verletzt? Jetzt ist gesund und munter. So. Jo, entspann dich. Zack. Komm her. Oh. Dieser Angriff. Komm. Ich habe keine Ausdauer. Danke Baum. Opfer. Du bist ein Opfer. Das bist du. Ein Opfer. Ich gehe jetzt Holz farmen. Geh mir nicht auf den Sack. Wirklich. So, zack. Zack. Ich möchte mich hier mal ein bisschen regenerieren. Wir brauchen Holz. Wir kommen nicht um das Scheißholz drumherum. Das macht mich ein bisschen aggressiv. Naja, gut. Holz. Kommt der Hirsch jetzt eigentlich hier hoch, oder? So. War das eigentlich mein Huhn, ja? Wir brauchen so viel Holz. Bist denn du hier Schönes? Da ist so eine vergewaltiger Katze, die könnte man eigentlich auch mal mitnehmen. Wir haben doch hier irgendwie den Poldex. Wie viel von den Hühnern haben wir schon gefangen? Ja. Den Baum machen wir jetzt mal noch. Nehmen wir mal so eine vergewaltiger Katze mit. So. Du wirst jetzt Teil einer Crew. Ist das nicht schön? Zack. Alles drin. Entspannt. Gibt sich extrem selbstbewusst. Aber mal gucken, wie lange das bleibt. Wir brauchen trotzdem Holz. Nehmen jetzt so viel mit, wie wir tragen können. Ich keinen Bock habe, jedes Mal wegen dem Holz loszulaufen. So, unsere Hauptaufgabe ist eigentlich, 5 Schafe zu fangen. Scheint mich aber gerade sehr wenig zu interessieren. So, ist der Hirsch da unten eigentlich immer noch? Der Hirsch? So. Freund! Na, renn weg! Besser ist. Ist natürlich geil, dass die Beschädigung bleibt. Was machst denn du hier? Holbergs Management. Habe ich gerade gemacht. Lagerverbesserung. Ich brauche noch eine Holztruhe. Entschuldigung. Dann kommt wieder der Händler und beklaut mich. So, die stellen wir hierher. Bauen. Kannst du mal bitte... Du bist doch Förster. Das Huhn hat einen Schnabel. Mit genug... Einfach mal ein bisschen anstrengen. Ein bisschen den Baum schlagen. So, jetzt kann ich hier Pollenmanagement, Lagerverbesserung. Easy. Ich brauche 3 Stroh, ich brauche einen Futtertrog. Okay, Pollenmanagement. Was kannst du? So. Ist ein Angsthase. Super. Was hat der hier?
Habe ich das nie gesehen? Grüner Daumen, Angst, Hass und Sadist. Eingebildet. Hier wird nett. Der arbeitet. Könnt ihr. Wir holen uns jetzt Katzen. Na, arbeiten. Katzen sind aber eigentlich alles andere. Entschuldigung, als Arbeitstiere. So. Geht's dir gut? Hier geht's gut und. Wow. Okay. Die Ausdauer brauchen wir auf jeden Fall mehr. Das kotzt mich so an. Wert erhöhen. Gut. Funktioniert so nicht. Das heißt, wir machen erstmal unsere Basic, damit wir da wirklich mal vorankommen. Hier steht ja da, baue deine Basis auf Stufe 7 aus. Das können wir nebenbei machen. Hier. Die Katze ist ein Macher. Die Katze. Wie heißt du? Ketiva. Ich muss halt mal was trinken. Ketiva. Macher. Macher. Wo bringt denn das eigentlich alles hin? Hat er so ein eigenes? Eine eigene Base? Eigentlich schon sehr schick hier, muss ich sagen. Sehr, sehr schick. Ja, hier. Richtiger Macher, der baut Steine ab. Wir bauen jetzt noch zwei andere Betten und dann holen wir uns erstmal noch drei Katzen. Die Hühner haben verkackt. So, ich kann die nicht direkt aneinander stellen, das nervt mich. Und zack. Ach, der baut tut auch noch. Ich hole drei Katzen. Heute ist so ein schöner Tag. Lalalala. Heute ist so ein schöner Tag. So. Einen gibt's noch. Boom. Oh, die sind ja wirklich schön. Aber ich muss erstmal auf sicher gehen, dass die Katzen auch wirklich. Das ist mal, was meiner Base passiert. Hm? Ist ja nicht so, dass ich deine Freunde nicht mitnehme. Ich bin ja wirklich gnädig. Ich denke, irgendwie einsammeln? Nee, passt. So, dann gehen wir wieder zurück. Weil dann wird nebenbei gesammelt, während ich hier was mache. Was man hier Feines? Elektrotechnikfrucht. Kugelblitz 1. Scheinbar kacke. Ja, ich komme, da wird gearbeitet. Das ist doch der Wunsch als Arbeitgeber. Da unten sind Feuer, Eichhörnchen, Feuerfüchse, Damara. Na gut, kann ich dich irgendwie reparieren? Ich konnte ein Reparaturset bauen. Ich bin voll drin im Spiel. Dem. Geht das jetzt doppelt so schnell? Der macht mit. Du bist wirklich Macher. Katzen einfach Beste. Haben wir heute wieder erfahren? Katzen sind besser als Hühner. Gegenstand reparieren. Reparieren und reparieren. So, dann tauschen wir hier direkt mal aus. Da wird nicht lang gefackelt. Huhn weg, Huhn weg. Rein, rein. So, was ist, wenn ich hier gleich sortiere? 10 Stück brauchen wir, 6 sind drin. Das heißt, es geht bis dahin. Wunderbar. Guckt euch das an. Alter. Bringe ich das eigentlich gleich in die Truhe? Sind die besten. Einfach die allerbesten. Da bauen wir einen Futtertrog. Da bin ich dabei, einen Futtertrog zu bauen. Muss ich das noch lernen, Futtertrog? Bestimmt. Ich habe noch nichts mit dem Futtertrog gelernt oder gesehen. Bärenbeet. Hier kannst du leckere Bären anbauen. Automatisierte Nahrung ist gut. Wie steil? Finde ich auch gut. Ja, das können wir dann machen. Ausrüstung. Okay. Aber wie zum Geier baue ich jetzt den Futtertrog? Es ist kein Futtertrog weit und breit zu sehen. Reparaturset. Ah, Schlingfall. Futtertrog, ich bin so blind. Ich bin so blind. Bauen. Nahrung. Futtertrog. Ganz wichtig. Wirklich. Auch einfach mal neben Essen schlafen. Und die kommen jetzt von alleine an. Oh, guckt euch die Arbeitsmoral an. Bam. Wir werden ein gutes Team.
Und da kann ich denn hier, zack. Alles, was ich nicht brauche. Ist das hier? Erz. Geil. Und guck, ich muss dann hier nur durchlaufen und krieg die Materialien. Oh, Träumchen. Das Geräusch ist ein bisschen sehr geil. Aber das ging sich aufs Maul, ne? Einfach mal mit der Faust gegen den Stein hauen. Einfach geil. Einfach geil. So. Dann würde ich tatsächlich gern ein Beet anbauen, dass die vielleicht sogar ihr... Oh, jetzt wird's... Die Fläche, die ich mir ausgesucht habe, ist wahrscheinlich zu klein. Dann werde ich da oben... Ne, da will ich mein Häuschen hin haben. Nice, wir machen hier wahrscheinlich erstmal... Hier unten ist auch eine schöne Fläche. Kann ich hier eine Treppe runterbauen? Gucken wir mal. Bauen da erstmal ein kleines Beet hin. Jungs, baut ihr so lang? Ich baue dir da nicht so lange. Ich mach's schon. Ich mach's schon. Ihr habt's nicht gesehen. Man muss auch mal was selbst machen. Boom. Aussaat fertig sehen. Jetzt muss ich auch noch bewässern. Fuck. Ich habe nichts zum Gießen. Kacke. Ich habe nichts zum Gießen. Es wird auch schon wieder Nacht. Das heißt... Wie viel Bären kann ich denn bauen? 7, wunderbar. So. Dann würde ich erstmal die Katzen voll machen. Hier, die kommen einfach und helfen. Das ist einfach so schön. Einfach ein Träumchen. Ja, du bist so fein. Du bist. Ja, ja. Oh, jo. Guck dir das an. In der Nähe ist nichts zu tun. Arbeitssuchmodus aktiviert. Während die Hühner einfach da saßen. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. So. Boom. Sitzt ein paar... Ja, easy. Kommt gleich nochmal hoch. Zack. Baue eine Statue der Kraft. Okay, dann müssen wir die eh bauen. Gut. Dann heißt, können wir das hier lernen. Statue der Kraft. Jawohl. Und was sollte ich noch? Wieder vergessen. Perfekt. Und eine Paul-Ausrüstungsbank. Das muss ich auch unter Technologien. Hatte ich die schon gelernt? Nein. Heißt bauen. Produktion. Nicht genügend Material. Mir fehlt Holz und mir fehlt Stoff. Das Holzproblem geht mir ziemlich auf den Sack. Es geht mir wirklich sehr auf den Sack. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt einfach voll mit Holz. Wir können schon wieder was besser machen. Ja, schon wieder wachsen. Ausdauer. Kann man das eigentlich auch wieder zurücksetzen? Werden wir sehen. Bestimmt irgendwie, irgendwo, irgendwann. Gerade ansetzen zum Trinken. Wir sind bestimmt noch deutlich. Guck dir das an. Wir sind nur am Arbeiten. Guck, die sehen da was. Zack. Die tragen so gleich weg. Ich bin so stolz auf die Katzen. Katzen, beste. So, mitkommen. Also, wenn ich die fange, bekomme ich auch Ei und das Fleisch. Es ist also egal, ob ich es fange oder töte. Wenn alles nur so ginge. Wir müssen erstmal Holz voll machen. Danach müssen wir irgendwie Holz... Ah, gönnt sich ein Päuschen. Hat er auch mal verdient. Ne? Hat er verdient. Hat gut gearbeitet. Darf er auch einfach mal die Füße hochlegen. Was glitzert denn da hinten? Bist du ein Hübscher? Kann ich dich streicheln? Ich kann streicheln. Streicheln. Bist du ein Feiner? Ja. Bist ein Feiner, bist du. Na klar. Bist mein Lieblingssklave. Ja, die räumen auf. Einfach schön. Es ist einfach schön zu sehen. Nicht genügend Material. Was ist mir den Stoff? Wie soll ich den Stoff herstellen?
ein Tier aus Faser. Stimmt oder habe ich recht? Ich brauche Wolle. Wir wissen alle, was passiert. Wird Nacht. Gut, ich brauche Wolle. Ja, auch mal Beine vertreten, machst du richtig. Aber morgen wieder ranklotzen. Ich wollte eigentlich nur kurz Stoff holen. Natürlich ärgerlich. Was war das gerade für Mucke? Ich habe noch Angst vor den Viechern. So, zack. Mal ein paar Bären mitnehmen. Wobei ich das Vieh eigentlich gerne mal probieren würde. Sicher, Julian? Are you sure about that? Arbeitet ihr auch jetzt nur noch zusammen? Na klar, arbeitet ihr zusammen. Ihr seid Arschlöcher, seid ihr. Das seid ihr. In erster Linie seid ihr nur Arschlöcher. Wie lange seid ihr sauer? Hey, Mizis. Ich schüttel die jetzt ganz frech ab. Die halten zusammen. Das ist natürlich sehr clever von denen. So, zack. Einmal ins Wasser. Komm, bitte klettern. Naja, das klingt gefährlich. Ach, ihr könnt fliegen. Ja, natürlich. Ist was. Ich glaube, ich brauche nichts essen. Ich glaube, ich brauche nichts essen. Geht das mal schneller? Ha, sie sind gefangen. Easy. Ich würde es gerne einfach benutzen. Warum ist denn das linke Maustaste? Bisschen gefährlich. Da oben ist eine Truhe. Glaubt ihr, ich habe eine Chance? Habe ich irgendeinen Paul in meiner Liste? Das war Absicht. Das war pure Absicht. Ich wollte nämlich was trinken. Ich steige jetzt hier oben ein, laufe nach unten, loote die Kiste. Hier sitzt ja gar keiner mehr. Das ist Mammut Level 34. Uff. Oh nö, es wird schon wieder dunkel. Das geht mir plötzlich ein bisschen auf den Sack. Ich gehe ja schon nach unten. Nur noch ein Schaf. Ein Schaf. Wie ist denn eigentlich die Fangwahrscheinlichkeit, wenn ich schlafe? Nicht so, okay. Habt ihr was gesehen? Nee, ne? Alles entspannt. Ich hatte es noch gar nicht gefangen. Das war natürlich frech von mir. Ich habe hier gerade was ganz anderes gelesen. Ihr wollt aber auch nicht wissen, was. So. Ich bin da, Jungs. Wollt auch kurz ein Nickerchen machen?